vor ihrer wichtigen Kür. Das Einstimmen, sie hat jetzt, sobald ihr Name aufgerufen wird, noch eine Minute Zeit, um zum Startpunkt ihrer Kür zu gehen. Und dann wird auf jeden Fall die Musik gestartet werden. Man will den Läufern natürlich nochmal Zeit geben, sich zu sammeln, die Nerven zu bündeln, ihnen nochmal die Gelegenheit geben, sich die letzten Kommentare und Anweisungen des Trainers abzuholen. Peter Cipper, den ich ja vorhin bzw. gestern schon erwähnte bei seinem Kurzprogramm. Und jetzt geht es los. Wie gesagt, Sarah Hecken, deutsche Meisterin, 16 Jahre alt, 13. nach dem Kurzprogramm, ihr bislang bestes Ergebnis. So, die Uhr tickt unaufhörlich weiter, noch 25 Sekunden jetzt. Das sind wichtige Momente, hat gerade hier im Einlaufen ihre dreifachen Sprünge absolviert. Tolup, Salcho, Rittberger, da schaut sie einmal nach oben, sieht, dass sie jetzt noch 15 Sekunden Zeit hat, dann geht es los. Der Lutz dürfte ihr Dreh- und Angelpunkt sein in der Kür, den sie dreifach probieren will. So steht es zumindest auf der Liste, die wir als Reporter auch immer bekommen. Aber sie sprang ihn bislang noch nicht dreifach in dieser Aufwärmphase. Drücken wir die Daumen, dass es jetzt klappt. Jetzt ist sie unterwegs zum Dreifach-Torlob. Dreifach-Torlob, also zweimal dreifach. Dreifach und nochmal, jawohl! Jetzt wieder sammeln, ruhig, Konzentration, der dreifache Lutz, Anlauf, lange auf der Rückwärts-Auswärtskante, einhaken und nein. Salcho. Natürlich dreifach. Auf der Achsel. Dreifach Salcho, Doppel-Torlup. Gerade beim dreifachen Salcho hat sie sich enorm verbessert seit den Olympischen Spielen. Da war das noch so ein wenig ihr Ansprung. Jetzt läuft das alles spielerisch leicht. Hat man oft so, dass man so einen Entwicklungsschub kriegt. Den hat sie zweifelsohne jetzt. Doppelachsel, Doppel-Torlup und nochmal Doppel-Torlup. Schön.
Bravo, Sarah Hecken. Ein gutes Kürprogramm. Nur schade, dass der dreifache Lutz am Anfang nicht klappte. Da hat sie es mit brachialer Gewalt probiert. Werden wir sicherlich gleich in der Zeitlupe nochmal sehen. Aber hat trotz des Sturzes nicht eine Sekunde aufgesteckt. Den Salchow gleich zweimal dreifach gesprungen. Einmal davon in der Kombination mit einem doppelten Toe-Loop. Das ist die beste Sarah Hecken, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und dafür sind Weltmeisterschaften nach Olympischen Spielen natürlich auch sehr gut. Das ist ein Präsentierteller für all diejenigen, die vielleicht dann ein bisschen auch, nicht vielleicht, sondern definitiv ein bisschen auch davon profitieren, dass hier einige Favoriten nicht dabei sind. Bei den Männern war das ja ganz extrem. Evan Lysacek, der Olympiasieger, quittierte ebenso wie Jewgeni Pluschenko hier. Der schöne Auftakt ihres Kürprogramms, dreifach Toe-Loop gleich zweimal gesprungen und spontan wieder diese Freude, der Jubel bei Sarah Hecken, wie wir das jetzt schon kennen. Der Lutz. Ja. Da waren die Beine im Absprung zu weit auseinander. Das heißt, da kriegt man das Gewicht nicht exakt als Schwerpunkt über die Kufen zentriert und dann eiert das Ganze sozusagen auseinander und dann hat man da ein Problem. Aber ich bin ganz sicher, sie hat den dreifachen Lutz ja schon oft gestanden und gesprungen, beziehungsweise gesprungen und gestanden, in dieser Reihenfolge muss es sein, im Training. Und dann wird das auch bei den Meisterschaften demnächst klappen. Sie muss einfach nur dranbleiben. Das ist die Grundvoraussetzung. Irgendwann platzt da der Knoten. Auch der Rittberger, dreifach, gehört zu ihrer Sprungroutine. Aber hier hat man dann offensichtlich gesagt, Salchow, Toe-Loop und Lutz. Und dann reicht das erstmal. Wir wollen nicht überziehen, sonst ist das Programm überfrachtet. Und dann geht am Ende noch mehr daneben. Wie gesagt, 13. ist sie jetzt nach dem Kurzprogramm und kriegt eine respektable Benotung, 98,74, und da unten sehen Sie New SB, das ist ihre persönliche Bestleistung und damit ist sie im Augenblick an zweiter Position hinter Akiko Suzuki und vor Sonja Lafuente.